Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 23 in der Manager-Karriere mit dem Dream FC. Ich musste feststellen, man kann Torhüter gar nicht trainieren. Irgendwie. Also ich konnte die nicht mit in die Trainingseinheiten packen. Und ich habe jetzt auch auf die Schnelle nichts gefunden dazu, wie man das beheben kann. Allerdings braucht ihr mir das auch nicht in die Kommentare schreiben, weil wir, also wenn die Folge hier rauskommt, ist die Aufnahme schon über einen Monat her. Und ja, wahrscheinlich ist, bis die Folge rauskommt, auch schon alles fertig aufgenommen. Also ihr könnt es natürlich gerne reinschreiben, aber es bringt für diesen Karrieremodus nichts mehr. So, ja, dann müssen wir halt wirklich trainieren mit Einsätzen scheinbar. Wir setzen ihn wieder auf die Bank und schauen dann einfach mal. Bangura spielt für Elliot, Keiki macht erstmal eine Pause, für ihn kommt Justus Meier rein. Im Training habe ich übrigens festgestellt, also ich habe ein paar Trainingseinheiten nochmal manuell gespielt, weil die noch nicht auf der höchsten Stufe waren zum Beispiel. Und ich habe festgestellt, Justus Meier aus einer gewissen Position mit einem Powershot ist unfassbar gefährlich. Also von fünf Schüssen sitzen drei. Ist keine so schlechte Quote, muss ich sagen. Von daher, ja, wenn wir in die Schussposition kommen, möchte ich es auf jeden Fall mal versuchen. Aber dazu dann im Spiel. Das letzte Spiel ging ja verloren. Celta Vigo hat uns schlagen können mit 3:1. Heute müssen wir also ran gegen Valladolid. Dankeschön. Ich habe gerade echt verpeilt, gegen wen wir spielen müssen. Im heimischen Estadio Oso de la Pata. Und da beginnen auch schon direkt die Gäste Cenk und Pereira hier. Beim Anstoß. Und erste Aktion von uns wird sofort auf Foul entschieden, natürlich. Freistoß kommt und wird rausgeköpft von Diogo Leite. Valero. Entschuldigung. Hugo Mayo war aber jemand anderes. Cossa. So, Valladolid macht auf jeden Fall ordentlich Druck. So insgesamt. Jetzt kriegen wir aber die Befreiung über Justus Meier. Der nimmt Bangura mit. Der nochmal rüber auf die linke Seite für Christiansen. Flanke kommt. Bringt aber nichts ein. Sissoko. Pereira. Valero. Und Cenk. Aguado. Und da muss Van de Voort ran. Hat er auch. Alles gut. Aber der zweite geht rein. Aguado 1:0 in der 11. Spielminute. Erstes Tor für ihn. Alvaro Aguado trifft. Martinelli. Chukwuemeka und Xavi Sanchez wehrt den Ball so ab, dass wir die Ecke bekommen. Ja, ist mit dem Oberschenkel dran. Und jetzt Martinelli mit der Ecke. Ich hoffe, das ist jetzt kein Abseits hier. Martinelli versucht es und trifft die Latte.
Wunderschön der Versuch. Leider nicht erfolgreich. Aber Torannäherung. Immerhin die Torannäherung. Chukwuemeka muss sich da irgendwie durchsetzen. Und hat dann komplett Aussetzer. Aguado. Pereira. Dieng. Dieng haut den daneben. Wir kriegen den Abstoß. Christiansen. Ach komm, Alter. Janko. Sanchez. Und Pereira. Mit der nächsten Möglichkeit. Der Lupfer geht aber über den Kasten. Und Christiansen jetzt mit einem weiten Schlag nach vorne. Einfach mal die Abwehrreihe des Gegners unter Druck setzen. Mit so einem langen Ball. Auf den dann natürlich unsere Offensivleute draufgehen wollen. Sissoko. Aber die Verteidigung von Valladolid ist bis hierhin richtig stabil. Bangura. Ach komm. Janko. Pereira. Sehr schön, Braunöder. Bangura. Legt den raus für Martinelli. Und er versucht es nochmal und macht das 1-1. Da ist die genau... oder da ist genau die Lücke, die Martinelli braucht zwischen drei Verteidigern. Ja gut, sagen wir 2,5. Der eine war ziemlich weit weg. Und dann landet der Ball im Kasten. 1-1. Nach einer knappen halben Stunde. Aguado. Sanchez. Pereira. Und der trifft nur das Außennetz. Leite. Langer Schlag von ihm. Ich glaube, Justus Meier könnte im Abseits gestanden haben. Nein. Fahne geht nicht hoch. Dafür stand er aber ziemlich alleine, muss ich sagen. Pereira. Dieng. Aguado. Dieng. Und Pereira mit der nächsten Aktion. Van de Voort hat den Ball. Und Martinelli. Für Bangura. Wieder Martinelli. Und jetzt hat er eine Menge Platz vor sich hier. Gabriel Martinelli in den Rückraum. 2-1. Youssoufa Moukoko ist da, 39. Minute. Oh, endlich funktioniert das mal. Jubel mit dem Trainer. Jubeln mit dem Trainer und wir haben das Spiel gedreht. 40. Minute, beziehungsweise 39. Minute. 2-1. Dream FC. Sissoko. So, Chukwuemeka und Moukoko. Ah, versucht Bangura zu schicken, gelingt nicht. Sissoko.
Oh, der kommt noch gut an. Und Bellerin macht da keine halben Sachen, rutscht einfach rein, haut den Ball über die Linie. Gibt also die Ecke für Valladolid kurz vor Ende der ersten Hälfte. Van de Voort muss ran. Chance lebt noch. Braunöder, jetzt aber. Braunöder für Mokoko. Seitenwechsel, Christiansen in die Mitte für Martinelli. Schade. Letzte Aktion der ersten Hälfte. Und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Keine Parallelspiele gerade. Wir haben eine super Dribbling-Erfolgsquote. Immerhin das. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Kann ich bitte nochmal drauf gucken? 24 Zweikämpfe. Ja, 1,8 zu 1,6. Wir sind ganz gut also im Schnitt. Beziehungsweise wir liegen ein bisschen über dem Schnitt unserer Expected Goals. Valladolid noch dahinter. Aber man sieht so relativ ausgeglichen, wie es bisher läuft. Kossa. Sissoko. Djeng. Ja, Braunöder ist dazwischen. Bangura. Nochmal ein Ball für Martinelli. Da kommt er leider nicht mehr dran. Sissoko. Djeng. Es war so klar, dass sie den so spielen wollen. Sanchez. Nochmal zurückgelegt auf Sissoko. Pereira. Und Van de Voort. Gibt eine Auswechslung. 53. Minute. Hugo Vallejo geht runter. Für ihn kommt Nuno Santos. Und Sanchez bringt die Ecke, die Pereira dann per Kopf weiterleitet aufs Tor. Kein Problem für unsere Nummer 1 im Kasten. Und jetzt hier Bangura. Versucht einen Seitenwechsel. Oh, böses Einsteigen habe ich irgendwie. Also, das sah nicht schön aus von Janko, sagen wir es so. Oh, Justus Meier gut durchgesetzt. Bangura. Christiansen, stark. Und jetzt Martinelli. Bangura. Sanchez. Für Djeng wieder Sanchez. Und Christiansen blockt die Ecke, blockt die Flanke ab. Gibt aber den Einwurf. Sanchez. Könnte jetzt den Ball reinbringen. Macht's nicht. Sissoko, Sanchez. Und Djeng. Van de Voort. Ja, und Bellerin hat den Nachschuss am Fuß. Da hatten wir jetzt Glück, dass der Ball dann nochmal angenommen wurde, anstatt ihn einfach nur... Oh, schade. Anstatt ihn einfach Volley aufs Tor zu bringen. Djeng. Und Hugo Leite dazwischen. Chukwuemeka. Bangura. Nuno Santos. Der neue Mann. Und Braunöder. Das ist seine Position und das ist massiv. Schöner Flatterball, es gibt aber nur die Ecke leider, weil der Keeper richtig, richtig gut hält. Nächste Ecke, Martinelli. Und nochmal Braunöder, schade. Aber wir bleiben weiter am Ball. Mit Mokoko. Und wieder massiv, nächste Ecke.
Es hat endlich mal funktioniert. 3:1 und endlich mal wieder ein Tor nach einer Ecke. Viktor Christiansen. 69. Minute. Nice. Steigt da höher als alle anderen und Masip hat ja nicht wirklich die Chance, da an die Kugel ranzukommen. Somit also 3:1. Und ich glaube, wir können gleich Johansson bringen. Wir machen gleich eine große Wechselorgie. Erstes Saisontor für Viktor Christiansen übrigens. Martina Alvaralejo, acuda a la puerta 25. Sanchez, Sissoko, Cheng. Wieder Pereira. Ja, den hat Van de Voort natürlich locker. Braunöder. Ah, sehr gut von Moukoko durchgesetzt. Bleibt auch weiter am Ball. Und nimmt noch Martinelli mit. Auf Umwegen. Sissoko. Sanchez, wieder Sissoko. Cheng und Schlotterbeck dazwischen. Jetzt Chukwuemeka. Chukwuemeka! Schade. Und jetzt wird gewechselt. Wir beginnen natürlich Van de Voort runter, Johansson drauf. Dann Elliott für Bangura. Dann Martinelli runter, für ihn kommt Keiki und Fitzjim für Chukwuemeka. Okay, cool, danke. Was war das denn bitte? Na gut. Dann kriegt Braunöder direkt nochmal die Ecke hier für sich. Und Fitzjim mit dem ersten Schuss. Wow. Also, der war an sich gar nicht mal so verkehrt geschossen. Gefiel mir richtig gut. Janko. Weiß nicht so ganz mit dem Ball wohin. Und dann führt das eben zum Ballverlust. Und Harvey Elliott jetzt auf Youssoufa Moukoko aus spitzem Winkel. Fitzjim. Holt sich den Freistoß. Und es gibt nochmal eine Auswechslung. Bei Valladolid. Es kommt Joaquin für Saidi Janko. Keiki. Keiki und Masip. Und nochmal Braunöder mit der Ecke. Pereira. Sissoko, Cheng und Pereira. Cheng. Da kann sich irgendwie keiner so wirklich dazu entscheiden oder dazu entschließen, den Abschluss zu suchen und da ist eine Verletzung. Das sah nicht gut aus. Dürfte Justus Meier gewesen sein.
Santos. Nuno Santos. Sanchez. Sissoko und Johansson ist da. Kann den Ball leider nicht festhalten. Ansonsten wäre das Spiel jetzt schon zu Ende gewesen. Es gibt aber nochmal eine Ecke. Trotzdem gute Aktion hier von ihm. Masip ist mit vorne. Ja, den hätte ich jetzt auch nochmal laufen lassen können, ganz ehrlich. Das hätte mich jetzt nochmal interessiert, ob der Ball noch bis zum Tor hin... ob der Ball bis zum Tor kommt oder vorher noch ein Verteidiger da ist. Aber gut, 3:1 also der Sieg hier gegen Valladolid. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, ist das nächste Spiel wieder in der Europa League. Da geht es dann gegen Apoel. Und diesmal hat die Generalprobe da besser funktioniert auf jeden Fall. Ich meine, gut, beim letzten Mal hatten wir auch ein 3:1 vorher in der Liga, aber das war ein bisschen, oder mussten wir uns ein bisschen mehr erkämpfen, gefühlt, gegen Las Palmas. Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Danke, Boss. Ich erwarte mehr von dir. Ja, ist auch schon auf einer 72, von daher macht er genau das, was wir von ihm erwarten. Und wir sehen es schon, ne? Wieder 2 englische Wochen in Folge. Sehr geil. Aber jetzt geht's erstmal gegen Apoel Nicosia in der Europa League. 1-1, genau. Ein Punkt haben sie geholt, also das wird wohl das Unentschieden dann gewesen sein gegen West Ham. Auch hier können wir nochmal in die Tabelle schauen. Wir aktuell auf Platz 1 mit einem Torverhältnis von 10:2, was natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir eben 7-1 gegen Midtjylland gewonnen haben. Aber Midtjylland trotzdem auf der 2 und West Ham und Apoel teilen sich den dritten Platz, wollte ich gerade sagen, aber macht keinen Sinn, denn West Ham ist wegen dem einen Tor, das sie mehr geschossen haben, gegen uns auch noch, ist auf Platz 3. Aber ansonsten alles gleich bei denen. Soweit. Also auch mehr Gegentore, ihr wisst aber, was ich meine. Genau, also wir müssen gegen den Tabellenletzten, gegen Apoel Nicosia, und ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Schaffen wir es in der Hinrunde der Gruppenphase ungeschlagen zu bleiben? Schaffen wir alle 3 Spiele zu gewinnen? Wir werden es sehen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.